Der Hambacher Wald. Seit 12.000 Jahren gibt es diesen einzigartigen Lebensraum. Der Kohlekonzern RWE hat schon über 3.000 Hektar von dem Wald abgegraben. Jetzt will er den letzten Teil roden. Denn RWE will an die Kohle. 400 Meter unter dem Wald. Der Tagebau Hambach ist der größte Tagebau in Europa. Seit 6 Jahren leben Aktivistinnen und Aktivisten im Wald, um ihn zu schützen. Wir werden immer weitermachen, wir werden diesen Wald retten. Und damit zeigen wir natürlich wie immer noch ein deutliches Zeichen. Wir lassen uns hier nicht vertreiben, wir gehen hier nicht weg. Jetzt hat die Politik über 3000 Polizisten in den Wald geschickt. Sie sollen die knapp 60 Baumhäuser räumen und RWE die Rodung ermöglichen. Angeblich aus Brandschutzgründen. Doch die Räumungen dienen einzig dem Profitinteresse von RWE. In ganz Deutschland wächst der Widerstand. Hunderttausende fordern einen Rodungsstopp, Zehntausende protestieren auf der Straße oder kommen in den Wald. Ohne den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 verfehlt Deutschland seine Klimaziele, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen.